So, Männers, ich habe euch ja versprochen, wir quatschen mal über 1.9. Was sollte man jetzt besonders beachten? Was muss man vielleicht nicht mehr so stark beachten wie in 1.8? Ich habe mir mal in den letzten Tagen und Wochen ja so ein paar Sachen angeguckt. Ich habe ein paar Sachen festgestellt und ich werde euch heute mal mindestens 3 Tipps geben. Vielleicht wird es noch der ein oder andere mehr, je nachdem, wie sehr ich mich jetzt gerade oder jetzt gleich hier reinsteige. Aber wie gesagt, 3 Tipps gebe ich euch jetzt gleich, mit denen ihr auf jeden Fall in 1.9 besser klarkommen werdet, wenn ihr die befolgt. Deswegen, Leute, dranbleiben, anschnallen und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Tipp natürlich, Mavix. Und das ist das Thema Bremsen. Bremsen ist tatsächlich schon immer ein sehr wichtiges Thema gewesen, generell im Simracing. Und ich habe jetzt tatsächlich das Gefühl, dass man in 1.9 nicht mehr so aggressiv in die Kurve reinbremsen darf. Das heißt, man geht so ein bisschen mehr vom Bremsen her in Richtung iRacing, aber nur so ein bisschen. Denn man kann nach wie vor ganz normal noch 100% die Bremse reinlatschen, also voll ins ABS reinbremsen. Aber was mir aufgefallen ist, je weiter es Richtung Kurvenscheitelpunkt geht, desto vorsichtiger muss man sein. Also ihr kennt wahrscheinlich alle dieses Gefühl, wenn das Lenkrad leicht wird, wenn es so ein bisschen anfängt zu schmieren, das Auto über alle 4 Reifen wegslidet und ja, man so ein bisschen die Kontrolle verliert. Und das war vorher nicht so in 1.8. Deswegen lieber ja ein kleines bisschen früher bremsen und sich wirklich mal bewusst sein Trailbreaking angucken, weil das wird jetzt umso mehr belohnt. Trailbreaking ist ein super, super wichtiges Thema. Habe ich auch mal ein Video hier auf dem Kanal gemacht. Könnt ihr euch gerne hier nach anschauen, wenn ihr da mal wissen wollt, wie funktioniert das genau im Detail, was meint er damit, der Mavix. Also der erste Tipp, feilt auf jeden Fall an eurer Bremstechnik, denn die wird jetzt in 1.9 auf jeden Fall mehr beansprucht. Man kann nicht mehr ganz so gut dieses einfach stumpf reinlatschen, in Mitte der Kurve einfach die Bremse loslassen und das Auto ja macht alles von alleine mäßig oder diese mega aggressive Bremstechnik beziehungsweise Fahrweise. Das funktioniert generell nicht mehr so ganz gut in 1.9. Deswegen gewöhnt euch so eine etwas weichere Fahrweise generell an. Auch in den Kurven ist es nicht mehr ganz oder hat nicht mehr ganz so viel Grip gefühlt wie mit 1.8. Das heißt, früher konnte man sehr aggressiv generell durch die Kurven fahren. Mittlerweile nicht mehr. Deswegen, Leute, feilt an eurer Fahrtechnik, gerade auf der Bremse. Ein sehr, sehr wichtiges Thema. Tipp Nummer 2. Und da kommen wir mal direkt, ja, was auch natürlich sehr stark damit zusammenhängt, mit der ganzen Thematik rund um Grip und um Fahrdynamik, die Reifen. Reifen sind jetzt, ja, man sagt ja so schön, das Schwarz-Gold und so ist es tatsächlich. Es ist, ja, der wichtigste Faktor, habe ich jetzt mittlerweile das Gefühl, natürlich ist es vorher auch ein wichtiger Faktor gewesen, aber es ist jetzt noch viel wichtiger als vorher, denn gewisse Faktoren spielen es einfach da mit rein, ja, wie so ein gesamter Stint bei dir aussieht, von der Performance her. Und das kannst du definitiv mit deiner Fahrweise beeinflussen. Und da ist ja der erste Tipp von Tipp Nummer 2. Ihr merkt schon, das sind schon wieder mehrere Sachen jetzt hier in einem. Aber der erste Tipp, den ich euch da wiederum geben kann, ist, überfahrt eure Reifen am Anfang des Stints nicht. Das ist mir in dem einen oder anderen Rennen bereits passiert. Sowohl im Regen als auch im Trockenen. Ich habe die Reifen am Anfang des Stints zu hart rangenommen und dann fühlte es sich erstmal die ersten 10, 15 Runden gar nicht schlecht an. Aber dann kam der Drop, der wie gesagt dann so nach 10, 15 Runden ungefähr kommt, je nach Strecke auch. Und dann war Feierabend. Dann kam wirklich ein Drop, wo ich ja wirklich die Kontrolle teilweise komplett verloren habe über das Auto auf der Bremse. Das Auto hat, ja, wollte nicht mehr richtig bremsen am Ende des Stints. Es wollte nicht mehr richtig rausbeschleunigen. Es wollte ja nur noch wegrotieren in der Kurve. Das heißt, die Reifen waren komplett überfordert. Und das lag manchmal an so Kleinigkeiten wie beispielsweise der Traktionskontrolle, die ich vielleicht eine Stufe zu niedrig hatte am Anfang des Stints. Zum Beispiel im Porsche kann man da mal die Traktionskontrolle 4 oder teilweise, was natürlich schon sehr aggressiv ist, aber teilweise auch die 5er Traktionskontrolle nehmen. Da muss man natürlich schauen, welche Strecke, welche Temperaturen, was für ein Rennen und so weiter und so fort, was für ein Setup. Da spielen immer viele Faktoren mit rein, aber lieber ein bisschen konservativer am Anfang des Stints. Lieber ja nur 90% gehen, dafür auf den gesamten Stint hinten raus wertvolle Zeit gewinnen, als hinten ein sehr starken Einbruch zu haben am Ende des Stints und ja am Anfang ja diese 2-3 Zehntel schneller zu fahren. Den Tipp kann ich euch auf jeden Fall geben. Macht ein bisschen behutsamer am Anfang des Stints. Und das gleiche auch im Quali. In der ersten Runde werdet ihr keinen Blumentopf gewinnen mit den Reifen. Gebt den Reifen mindestens mal 2 Runden Zeit und in der dritten Runde habe ich meistens immer so meine besten Runden gefahren im Quali. Auch da lieber ein bisschen warm fahren das Auto, nicht zu sehr übertreiben, sonst verspielt ihr auch schon direkt wieder vielleicht ja, die volle Performance des Reifens. Der dritte Tipp, den ich euch auf jeden Fall geben möchte, meine lieben Freunde, das ist auch wieder ein unfassbar wichtiger Faktor und das ist mir auch erst in den letzten
Tagen oder ja, sagen wir mal in den letzten ein, zwei Wochen so bewusst geworden. Hängt so ein bisschen mit der zweiten Thematik zusammen, die ich euch gerade genannt habe. Es geht wieder um das Thema Reifen und spezieller gesagt um die Reifentemperatur. Früher haben wir ja sehr oft nur auf die Drücke geguckt. Klar, du hast auch mal gesehen, deine Reifen werden gelb, ist nicht ganz so gut. Aber mittlerweile, wenn du so einen gesamten Stint oder so ein Endo-Rennen zum Beispiel, so ein Setup bauen möchtest, ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist die Reifentemperatur, die du auf jeden Fall im Rahmen halten solltest. Also im besten Fall immer so im Bereich 80 bis 90 Grad. Da müsst ihr mal drauf achten, wie das bei euren Autos ist. Ich kann natürlich auch wieder größtenteils nur von Porsche sprechen. Der hat natürlich die Problematik, dass er auf der Hinterachse wärmer wird, auf der Vorderachse kälter, weil er hat natürlich mehr Gewicht auf der Hinterachse und dementsprechend grillt die Hinterachse öfter weg. Ein extrem wichtiger Faktor ist, dass man das so ein bisschen ausbalanciert. Ne? Je nachdem, wie gesagt, welches Auto ihr habt, achtet mal darauf, dass die Balance stimmt, dass ihr ja nicht eine Achse immer komplett heiß habt, die andere komplett kalt, sondern versucht da zum Beispiel über die, natürlich auch über das Setup, aber über die Bremsluftkanäle, wenn ihr die weiter zumacht, generiert ihr mehr Reifentemperatur. Wenn ihr die weiter aufmacht, könnt ihr ein bisschen Reifentemperatur ja vielleicht einsparen. Und ja, da müsst ihr mal gucken, dass ihr die Vorderachse und die Hinterachse ungefähr so in diesem Bereich bekommt, dass ihr die zwischen 80 und 90 Grad habt. Ist beim Porsche nicht immer ganz so einfach. Wir sind da auch immer wieder am Kämpfen. Aber wenn ihr das oder wenn ihr diese Temperaturen im Fenster habt und dann noch eure Fahrweise anpasst, dass ihr nicht zu aggressiv wart, dann habt ihr schon sehr, sehr gute Karten. Und da kann ich euch auch noch einen zusätzlichen Tipp geben mit den Reifendrücken. Es ist gar nicht mehr so wichtig, welche Reifendrücke ihr jetzt ganz genau habt. Früher war es ja so, du solltest schon so im Bereich 27,7 bis 27,9 sein, also in höheren 27er drücken. Sonst hat sich das schon hier und da bemerkbar gemacht auf die Performance. Und ich würde nicht sagen, dass es jetzt komplett irrelevant ist, aber wie gesagt, dieses Thema Reifentemperatur ist oder hat nochmal eine höhere Gewichtung und ihr könnt mit den Drücken so ein bisschen spielen. Bedeutet, wenn es beispielsweise sehr heiß ist, habe ich es mir so angewöhnt und auch so vom Rumprobieren her habe ich festgestellt, dass etwas höhere Drücke sind im Bereich 26,9, 27,0. Beispielsweise ihr habt über 100 Grad Reifentemperatur, dann könnt ihr mal ja so in höhere 26er oder vielleicht in ganz niedrige 27er Drücke gehen, weil dann generiert ihr einfach nicht ganz so viel Temperatur im Reifen, wie wenn ihr zu niedrige Drücke habt. So, und genau das gleiche könnt ihr natürlich auch andersrum machen. Wenn ihr zu kalte Reifen habt, könnt ihr einfach mal niedrige 26er Drücke oder vielleicht hohe 25er Drücke probieren. Einfach mal so ein bisschen ausprobieren, wie ihr noch ein bisschen mehr Reifentemperatur generieren könnt, denn Reifentemperatur ist am Ende des Tages dafür entscheidend, wie viel Grip du generieren kannst oder halt auch nicht generieren kannst, wie hoch der Verschleiß ist und damit steht und fällt halt so ein gesamter Stint. Auch wenn es manchmal nur 25 Minuten Rennen sind, wie zum Beispiel bei LFM, ist es sehr, sehr wichtig, ja, dass man auch diese 25 Minuten konstant mit sehr guten Rundenzeiten fahren kann und dir bringt es nichts, wenn du in den ersten 5 Runden sehr, sehr schnell bist und dann in den letzten 10 Minuten auf einmal einen kompletten Einbruch hast, weil es geht manchmal sehr schnell, dass du nach 10, 15 Minuten schon so einen schönen Einbruch bekommen kannst von den Reifen, ja, den sogenannten Drop. Und dann kann, wenn ihr zu aggressiv wart, wenn euer Setup zu aggressiv war, kann es vorbei sein mit der Pace und ihr verliert wertvolle Positionen. Deswegen achtet mal auf jeden Fall darauf und ich würde sagen, Leute, wenn euch diese Tipps, oder ich hoffe, die Tipps helfen euch weiter, lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr was mitnehmen konntet und ich sage bis zum nächsten Mal, euer Mavix. Checkt gerne hier die anderen Videos aus im Endscreen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.